Kurs und herzlich willkommen zu einem weiteren Schnelltest-Video hier und heute auf meinem Kanal. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, wir waren ja schon so ein bisschen auf dem alten belgischen Markt unterwegs mit der Firma Bonbridge. Da gab es so richtig schöne und interessante Knallartikel und dazu gehört auch der Petard Hua Liang. So aus Anfang der 2000er dürfte es gewesen sein. Ein recht interessanter Superböller in einer etwas überdimensionalen Größe. Nicht ganz, viele nennen ihn natürlich den Superböller 3, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Zu der Größe an sich kommen wir aber direkt gleich noch. Ein richtig schöner Hochglanzkarton, so wie man es von Bonbridge gewohnt war. Auch hier wieder die üblichen Kampfszenarien im Hintergrund des Schinkens. Einfach nur toll gemacht. 12x3 Stück im Hochglanzschinken, das war schon mal ein echtes Highlight. Ganz kurz noch zur Geschichte von Bonbridge. Und zwar hatte ich beim Thundercracker-Test ja erzählt, dass Bonbridge von Leslie aufgekauft worden ist. Das ist also eine Falschmeldung, die ich so in den falschen Hals bekommen habe von einem Kollegen. Deshalb nochmal ein großes Dankeschön an Malte, der mich da aufgeklärt hat. Und zwar ist Bonbridge von Bröckhoff bzw. Pyrostar aufgekauft worden. Bonbridge war damals die Hausmarke von Alpeco Feuerwerk in Belgien und deshalb findet man bei Alpeco heute in Belgien auch unheimlich viele Pyrostar, Bröckhoff Artikel, Knallartikel, Batterien und so weiter. Die sitzen irgendwo an der holländischen Grenze und vertreiben dort ihre Sachen, haben ein Riesenlager, über 200 Quadratmeter, fett und modern ausgebaut. Also auch eine Reise in den belgischen Markt lohnt sich immer wieder, meiner Meinung nach. Heute kommen wir aber zu einem Sahnestück, wie gesagt, Anfang der 2000er. Wir schauen mal rein. Und so sieht das Päckchen dann noch aus vom Petard Hua Liang. Ja, wie gesagt, viele bezeichnen diesen Böller irgendwo als Superböller 3. Also so weit würde ich jetzt auf gar keinen Fall gehen, denn ich habe hier nochmal was vorbereitet. Und zwar habe ich hier den Thundercrackers von X-Blood aus der damaligen Zeit. Also da sieht man schon, dass die Größe des Päckchens oder des Böllers, die Höhe, fast identisch ist. Und auch wenn man die Abmaße so sieht, also ist der geringer, dicker wie der X-Blood-Böller damals, der ja total der Raucherzeuger war und diese Produktion natürlich auch komplett nach hinten gegangen ist. Das Testvideo gibt es übrigens auch mal auf meinem Kanal. Wenn einer Interesse an diesem Böller hat, gerne mal reinschauen. Heute geht es selbstverständlich um den Petard Hua Liang. Wie gesagt, 2-4 Gramm BKS hat das Kerlchen, daher auch immer wieder starke Schwankungen. Er ist sehr, sehr dick gewickelt. Den Böller selber gucken wir uns jetzt natürlich auch nochmal an. So, schauen wir mal rein in die Packung vom Hua Liang, dem Böller von Bonbridge. Also das ist tatsächlich schon eine Granate, ne? Vorne auch ordentlich zugestopft, hinten auch gestopft. 2-4 Gramm BKS enthält das Kerlchen. Also wie gesagt, daher ist mit sehr, sehr hohen Schwankungen zu rechnen, dieses Böllers. Nichtsdestotrotz ist das natürlich echt schon gewaltig. Also ich staune ja wirklich und bin natürlich auch gespannt auf diesen Test. Anfang der 2000er. Ja, der Verschluss dieser Böller ist auch nochmal ganz erwähnenswert. Und zwar hat er eine Verdämmung aus einem mineralischen Verschluss und Sägespäne. Und ja, also recht gut gemacht. Und daher muss man jetzt auch keine Angst haben, dass da irgendwelche dicken Gipspropfen oder so umherfliegen. Das finde ich auch immer richtig, das Grauen überhaupt bei Böller. Er ist auch super leicht und super handlich. Also eine tolle Geschichte. Damals Anfang der 2000er von Bonbridge, der Petard Hua Liang. Und jetzt Feuer frei und viel Spaß bei diesem Schnelltestvideo. Ja, kommen wir zum Test vom Petard Hua Liang. Sorry, ich muss mal erstmal die Kamera justieren. Also ich sage euch eins, das ist schon mal ein ganz schöner Knüppel. Ich bin gespannt, Feuer frei. Boah, leck mich fett. Leck mich fett. Saftig. Wo ist denn das Ding geblieben? Das ist in, ich weiß es nicht. Das ist weg. Komplette Schnipsel, alles weg. Alter Schwede, war der saftig. Junge, 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 das ist ja nicht normal. Das muss man später mal mit dem Funke Super 1 vergleichen. Also ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Wahnsinn, Hua Liang von Bonbridge.
Also wenn Bonbridge eins konnte, dann ja wohl wirklich Knallartikel, wie wir eben gesehen haben. Ja, ich bleib noch mal mit offenem Mund hier stehen. Das war ja echt ein Monster. Der nächste kommt ein bisschen weiter weg. Das war echt eine Nummer zu hart. Ja, der ist nur aufgeplatzt. Der war definitiv nicht so schön von der Zerlegung und er war auch nicht so stark wie der erste. Also auch hier wieder die Schwankung da. Gucken wir uns das Ding mal an. So, und den hat es tatsächlich nur aufgerissen. Hier kann man noch schön die Sägespäne als Dämmmaterial ausmachen. Also wirklich schön, nicht großartig. Irgendwie mineralischer Dämmstoff, der hier umherfliegt. Also eine ganz klare Kaufempfehlung. Wer den bekommen sollte, wirklich zuschlagen. Also der erste war ja brachial. Wie gesagt, diesen hat es nur zerrissen. Schauen wir uns noch ein paar an. Und wir schauen gespannt auf die Nummer 3. Etwas weiter weg. Nee, auch der so D-Böller ähnlich, den hat es leider auch nur in der Mitte zerrissen. Also der erste war unschlagbar. Mal schauen, ob da noch so ein Prachtexemplar dabei ist. Oder ist er im Stehen tatsächlich einfach besser? Gibt ja Leute unter euch, die es im Stehen besser können. Das gucken wir uns an. Verdammte Axt, tatsächlich. Ey, stell die Dinger hin. Alter Schwede, wirklich. Funke, Superbölle 1 Niveau, ganz klar. Das vergleichen wir, da liegt die ganze Sägespäne. Den hat es richtig zerfetzt. Also hinstellen ist tatsächlich für den Hua Liang eine Option. Unfassbar, gar nicht zu glauben. Also, top Böllerchen. Und einen letzten machen wir noch, ebenfalls im Stehen. Die Geworfenen haben es nicht so gebracht. Schauen wir mal. Und der lauteste des Tages. Junge, 100% Superbölle 1 Niveau von Funke. So, und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wir machen jetzt mal den Test der Hua Liang gegen den Funke Superbölle 1 mit 6 Gramm. Wir starten mit dem Hua Liang stehend. Da hat er ja tatsächlich überzeugt. Alter Schwede, alter Schwede. Im Stehen können wir es immer noch am besten, Männer. Wahnsinn. Und den Funke, super, eins hinterher. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich mächtig gespannt. 17B, 6 Gramm, Entschuldigung, Schwarzpulver. Mein Kollege sagt, wir müssen noch einen Test machen. Der nächste folgt. Die Schwankungen vom Hua Liang sind leider sehr stark. Mal sehen, ob der genauso gut wird. Weiter geht's. Ich möchte aber sagen, dass der Hua Liang etwas lauter war. Das könnt ihr jetzt im Video wahrscheinlich besser analysieren. Weiter geht's. Auch den hat saftig zerlegt und der ist lauter. Da sind wir uns jetzt einig. Noch ein Funke hinterher. Also wer die Hua Liang noch mal bekommt, ging ja auch in größeren Mengen um. Zuschlagen, der besiegt den Goldstaubböller. Okay. Ich glaube, dieser Funke war tatsächlich stärker. Aber der Hua Liang verdammt nah dran. Also die Schwankungen sind da. Ich möchte sagen, am Ende vielleicht ein Unentschieden. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Wir können mal einen werfen, weil da waren die echt schwach. Die sind da nur in der Mitte aufgeplatzt. Wir werfen den mal. Wir werfen den Hua Liang, den letzten. Da wissen wir, er ist immer geplatzt. Schauen wir. Nein. Auch den hat es diesmal gut zerlegt. Wunderschön. Und den letzten Funke hinterher. Ja, der Funke diesmal etwas schwächer. Also auch diese Schwankungen sind da. Wir einigen uns einfach auf den Unentschieden, oder? Was sagt mein Kollege? Klares Unentschieden. Sehr schön. Ich hoffe, dieser Test hat euch gefallen und genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ach, einen haben wir noch. Wir hauen den letzten Superböller von Funke natürlich noch raus. Wir haben's doch. Was soll's denn? Goldstaub. Geht ja bald wieder weiter, habe ich mir sagen lassen. Geiler Abschluss.
Abschluss. Wunderschön. Bis zum nächsten Mal. Das mit dem Es geht bald weiter war natürlich rein spekulativ. Ich weiß von nichts. Bis zum nächsten Mal.